geben. Ich möchte euch ganz, ganz herzlich begrüßen zu diesem vierten Adventsgottesdienst. Und ich habe einige Ansagen und ihr merkt, irgendetwas ist anderes, es fehlt irgendetwas. Keine Angst, die Kinder kommen noch. Also es wird noch so weit kommen, dass sie hier sehen werdet. Ja, wir haben einige kleine Ansagungen zu machen. Ihr wisst, am 24. Januar, es gibt einen Flyer, haben wir unseren Visionssonntag, der nicht einfach ein Gottesdienst ist, sondern eben anschließend auch ein Essen für die ganze Gemeinde möglich ist. Es wird hier aufgetischt, es gibt wunderschöne Momente, wo wir miteinander sprechen können. Also seid dabei, wir möchten euch auffordern, wirklich diesen 24. freizuschaufeln. Dort hinten gibt es eine Anmeldeliste. Wir wären euch dankbar, wenn wir wissen am Schluss, wie viele Teilnehmer dann wirklich auch beim Mittagessen dabei sind, damit wir das gut planen können. Also hier der Flyer und es ist gleichzeitig die Buchpremiere vom neuen Buch von Joseph Prinz, dass wir dann eben auch gleich starten. Wir haben uns in der pastoralen Leiterschaft auch Gedanken gemacht über den Quellfrischabend, den ich angesagt habe vor dem Visionssonntag. Und weil wir da tischen müssen, müssen wir für alle Herren hier, das gilt jetzt vor allem an die Herren, den um eine Woche verschieben. Also er findet nicht am 22. wie angekündigt statt, sondern am 29. eine Woche später. Also wenn ihr das in der Agenda schon eingetragen habt, Männer, dann korrigiert das Datum auf den 29. Januar, Freitagabend, 19:30 werden wir uns hier wieder treffen. Für neue Besucher und neue Besucherinnen gibt es am Schluss des Gottesdienstes jeweils in der Lounge hinten die Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen mit unserem Betreuungsteam. Also nutzt die Chance, hier wirklich auch da hinten zu sein und Gespräche zu suchen. Das wäre toll, wenn wir euch dort begrüßen könnt. Ja, und jetzt ist Saat- und Erntezeit. Und heute ist der vierte Advent und wir feiern eigentlich die Geburt Jesus heute. Als kleines Kind in der Krippe. Und der Herr hat uns auch aufgefordert, immer wieder eben als wie Kinder zu sein. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist ein guter Moment, die Saat- und Erntepredigt so zu gestalten wie Kinder. Und wer von euch hat zu Hause Kinder oder eben auch Enkelkinder oder Urenkelkinder, die so in der Phase sind, der vielen Fragen. Darf ich einmal schauen? So Fragen, warum? Es hört nicht mehr auf. Es hat also einige, die da dieses Erlebnis jetzt haben. Und wir alle haben das auch erlebt. Und ich möchte jetzt diesen Moment nutzen, euch ein bisschen herauszufordern, dass ihr richtig wach seid nachher für die Predigt von Pastor Erich. Stelle ich jetzt einige Fragen. Und ich möchte keine Antwort von euch. Ihr könnt sie selber euch überlegen, was würdet ihr hier antworten, wenn da ein Kind diese Frage stellen würde. Es beginnt, warum finden wir im Wort Gottes vom ersten Satz bis zum letzten Satz und fast auf jeder Seite Jesus Christus? Warum möchte uns der Herr mit Gnade und Barmherzigkeit überschütten? Warum will der Vater, dass es uns gut geht? Warum beschenkt er uns mit Kraft? Warum beschenkt er uns wiederkehrend immer wieder mit Gesundheit? Warum gibt er uns Freude? Warum möchte der Vater, dass wir seine Herrlichkeit ausstrahlen? Warum schenkt er uns den Frieden? Warum ist es möglich, dass wir immer unter dem Schatten des Allmächtigen sind und unter dem Schirm des Herrn? Warum lässt er uns nie im Stich? Warum will er, dass wir finanziell keine Sorgen haben? Warum beschenkt er uns mit viel mehr als das, was wir brauchen?
Warum schenkt er uns die Gerechtigkeit? Ganz viele Fragen, die uns alle beschäftigen. Und wir können sie eigentlich mit einem Wort beantworten. Liebe. Liebe. Nur aus Liebe. Aus Liebe zu uns beschenkt er uns. Aus Liebe zu uns möchte er, dass es uns gut geht. Aus Liebe zu uns hat er Jesus Christus hier auf diese Erde geschickt, vor 2000 Jahren, damit er für uns die Möglichkeit schenkt, dass wir wieder zusammen sein können. Aus Liebe beschenkt er uns mit Samen, den wir weitergeben können. Und er weiß ganz genau, dass es für den Samen Sonne braucht, aber auch Regen, damit er aufgeht und ein Vielfaches zurückgibt. Ich weiß, wir alle möchten, dass in unserem Leben nur die Sonne scheint. Aber es braucht eben auch Regen dazu. Und dieser Regen führt dazu, dass wir auch im Leben weiterkommen. Vielleicht sind wir jetzt gerade in einer solchen Regenphase. Die Sonne kommt sicher wieder. Amen. Praise the Lord. Sieht dich der Herr. Immer wunderbar, wie durch die Augen Jesus. Das ist, wer uns betrachtet. Und heute wollen wir ein wenig die Geschichte von Weihnachten auf eine ganz spezielle Art und Weise aufrollen. Und ich möchte heute mit euch die erste Verheißung, das heißt die erste Voraussagung von Weihnachten, das heißt von der Geburt Jesu, denn um das geht es ja, es geht um die Geburt Jesus, möchte ich mit euch anschauen, die wir in der Heiligen Schrift finden. Die erste Voraussagung von der Geburt Jesu, denn Jesus ist nicht am 25. und am 24. am Heiligabend geboren worden. Das hat zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden, aber das Christentum hat sich geeinigt auf diesen Tag. Und deswegen feiern wir diesen Tag in Gedenken, in der Andacht natürlich. Aber Jesus ist nicht am 25. geboren. Aber wir feiern das und das ist gut so. Und wir erinnern uns daran an die Geburt des Herrn, weil die Schrift hat das ja vorausgesagt. Und im Normalfall wissen wir, dass die Schrift von Immanuel redet. Ein Kind ist uns geboren. Immanuel, der Herr mit uns. Er wird kommen. Eine der ganz, ganz ersten überhaupt Voraussagungen von der Geburt Jesu. Aber es gibt eben noch eine frühere Voraussagung von der Geburt Jesu. Und diese frühere Voraussagung, diese wollen wir heute miteinander anschauen. Okay? Und das wird eine Offenbarung werden für dich. Und preis dem Herrn, wir werden in Tiefen hineingehen. Und zwar werden wir Dinge betrachten, die du so noch nie in deinem ganzen Leben betrachtet hast. Und ich bin echt begeistert von heute Morgen, dass wir diese Dinge miteinander anschauen können. Denn was hat Mose 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg Sinai gemacht? Die 10 Gebote geritzelt. Hat er nicht. Er hat 40 Tage lang nicht die 10 Gebote geschrieben. Die 10 Gebote sind mit dem Finger Gottes geschrieben. Er hat 40 Tage und 40 Nächte hat er den Plan für die Stiftshütte bekommen. Und zwar im Detail. Also wir denken oftmals, als Mose am Berg oder auf dem Berg Sinai war, da war er 40 Tage lang mit dem Gesetz beschäftigt. Das war er eben nicht. Das Gesetz wurde gegeben am Berg Sinai. Aber wenn wir von Kapitel 25 an bis gut rund Kapitel 30, 31 studieren, wie lange Mose auf dem Berg war und was er dort alles gesehen hat, was er dort alles gehört hat, welche Instruktionen, dass er dort bekommen hat, dann sehen wir in diesen 10 Kapiteln etwa nichts von den 10 Geboten, sondern wir sehen sie dann am Schluss. Aber wir sehen vorher, wie er den Blueprint, den Plan bekommen hat für die ganze Stiftshütte. Das Tabernakel, auf Englisch Tabernacle, ist die Stiftshütte Mose. Das heißt,
der mobile Tempel, weil er ja immer wieder verschoben wurde. Und er hat die Details bekommen, wie das aussehen muss, was in der Stiftshütte alles Platz hat, was in welcher Anordnung aufgestellt werden muss, ja sogar wie die Kleider der Hohepriester aussehen sollen und der Priester, die in der Stiftshütte dienen, welcher Weg man durchschreiten muss, wenn man in die Stiftshütte gehen will, wie man in den Vorhof und dann ins Heilige und wie der Priester dann einmal im Jahr ins Allerheiligste, ins Allerinnerste gehen darf. Und all das hat er bekommen am Sinai. Also, er hat vor allem ein Bild bekommen von der Stiftshütte. Und hier steigen wir mit einem Riesensprung, also vom 2. Mose in Johannes springen wir hinüber, denn wir können das, heute können wir das. Früher war das etwas schwierig, aber heute ist das möglich. Johannes 1, Vers 14. Und ich bin ganz sicher, du kennst diese Stelle. Und das Wort wurde Fleisch. Halleluja. Das Wort wurde Fleisch. Das Wort der Logos ist Jesus. Stimmt's? Das Wort ist unser Herr. Das Wort ist Mensch geworden. Das ist die Inkarnation, das ist der theologische Begriff für die Menschwerdung, für die Fleischwerdung Jesu. Jesus, Gott, wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit in der Person Jesu, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller was? Gnade und Wahrheit. Halleluja. Das heißt, mit anderen Worten, wenn wir die Person Jesu betrachten, sehen wir vor allem diese zwei Dinge, diese zwei Eigenschaften. Grace and Truth. Gnade und Wahrheit. Das ist, was wir sehen in der Person Jesu. Und alles, was auf die Person Jesus hindeutet, ist eine Vorausschau, ein Vorausverkünden, ein Bild von Gnade und Wahrheit. Nun, siehst du dieses Wort hier? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte. Wohnte. Wir alle wissen, was es bedeutet, zu wohnen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das ist ein ganz, ganz spezielles Wort, ganz einmaliges Wort. Das ist das griechische Wort skeno. Sag mal, skeno. Nein, 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 nicht ins Kino. Skeno. Ganz genau. Skeno, das ist das griechische Wort. Und das kommt von skene und es ist der Ausdruck für Tabernakel. Dieses griechische Wort ist der griechische Ausdruck für Stiftshütte. Ist der Ausdruck für die Stiftshütte Mose. Also könnten wir hier lesen, das Wort wurde Fleisch und tabernakelte unter uns. Hey, Jesus tabernakelte. Denn was bedeutet Tabernakel? Was bedeutet Skeno, Skene? Was bedeutet das? Das bedeutet Zelt. Okay? Eine Wohnung, ein Wohnen, ein Zuhause sein, ein Zelt. Das ist, was das Tabernakel ist. Das ist, was die Stiftshütte ist. Ein wunderbares Zelt. Also wenn es hier heißt, und das Wort wurde Fleisch, und das Wort, wir könnten fast sagen, stiftshüttete, tabernakelte unter uns, ist die ganze Stiftshütte von Mose eine große Voraussagung von Jesus. Alles, was du in der Stiftshütte findest, zeigt uns ein Bild von das Wort wurde Fleisch. Ist eine Vorausschau von Jesus. Halleluja. Ein Bild von unserem Herrn und Erlöser. Und das wurde dem Mose auf Sinai offenbart. Jesus. Mose hat vorausschauend auf dem Berg Sinai Jesus gesehen. Wieder Jesus gesehen. Jesus gesehen in der Vorausschau. Jesus in den Abbildern, in den Schatten, in den Geräten, in der Anlage, in der Wohnung. Im Allerheiligsten hat er Jesus. Mose hat 40 Tage lang Jesus geschaut. Halleluja. 40 Tage lang. Und denkst du nicht auch, wenn er da war auf dem Berg und er hat vom Herrn gehört, dass es sogar vermutlich Jesus selbst war, der ihm all diese Dinge aufgezeigt hat, der zu ihm gesprochen hat und all diese Dinge ihm gegeben hat? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass die Stiftshütte
ein großes Bild ist von unserem Herrn und Heiland. Und weißt du was? Es ist das erste Bild von der Geburt Jesu. Die Stiftshütte ist das erste Bild von der Geburt Jesu. Und ich sage das jetzt so, dass ich auf diesem Punkt am Schluss wieder abschließen kann. Weil das wird dich begeistern, zu sehen, wie das erfüllt wird und welche Parallelen wir hier sehen zur Geburt Jesu. Also ich lüfte das Geheimnis noch nicht, lasse die Katze noch nicht aus dem Sack. Aber ich sage dir jetzt schon, die Stiftshütte ist die erste Voraussage von der Geburt Jesus. Halleluja. Und am Schluss wirst du verstehen und begreifen, weswegen dass das so ist. Aber zuallererst einmal, hey, warum schauen wir uns die Stiftshütte nicht einmal kurz an? Und deswegen habe ich euch ein Bild mitgebracht. Kannst du uns das Bild Nummer 1 zeigen? Das ist die Stiftshütte und kannst du uns ganz aufzoomen? Ganz aufzoomen, wenn es geht. Dann haben wir noch ein viel besseres Bild. So sieht die Stiftshütte aus und sie sieht fantastisch aus. Sie sieht grandios aus. Und weißt du was? Die Stiftshütte ist exakt angelegt. Siehst du, dass es zum Beispiel vorne beim Eingang hat es 5 Säulen. Was ist mittendrin? Was ist im Allerheiligsten drin? Die Gegenwart Gottes. Was ist das Wesen von Gott? Gnade und Wahrheit. Halleluja. Und man geht durch diese 5 Säulen eigentlich dort hinein, oder das ist der Teil, der Eingangsteil. Und auf der Seite, siehst du auf der Seite diese Bretter, die mit Gold überzogen sind? Insgesamt auf jeder Seite hat es 20 von diesen Brettern. Also auf der linken Seite und auf der rechten Seite haben wir 20 von diesen Brettern. Und diese 20 Bretter sind aus Akazienholz und über dieses Akazienholz wurde Gold gezogen. Nun, Holz spricht auf der einen Seite vom Kreuz Jesu, aber auf der anderen Seite spricht Holz in der Bibel immer von uns als Menschen. Wir als irdene Gefäße. Wir als Hölzerne Gefäße. Wenn Holz, dann ist es ein Bild für das menschliche irdene Gefäß. Okay? Und das Akazienholz, das ist eigentlich kein schönes Holz, eher billiges Holz. Aber dieses Holz wird mit Gold überzogen. Und das wiederum zeigt den Menschen in Jesus Christus, der Mensch, der von Gott befreit und erlöst wurde, und wie Gott den Menschen jetzt sieht. Gott sieht nicht das Holz in dir. Gott sieht das Gold, mit dem du übergossen bist, mit dem du überzogen bist. Denn das Gold ist das Göttliche. Das ist, was der Mensch wird. Er bekommt Anteil an der göttlichen Natur. Halleluja. Wenn er Jesus Christus in sein Leben einlädt. Und das ist, was Gott sieht. Siehst du, Gott sieht, und dieses Tabernakel ist eben zugleich auch ein Bild, was Gott betrachtet. Dieses Tabernakel ist ein Bild, was Gott im Menschen sieht und am Menschen sieht. Und er sieht ihn, er sieht das Beste. Lass es mich so ausdrücken. Wenn er das Gold in dir sieht, sieht er das Beste. Schau immer und suche immer das Gold im Nächsten. Suche nicht das Hölzerne. Weil das Hölzerne ist sofort da, sofort offensichtlich. Aber schaue, betrachte den Menschen durch die Augen des Herrn. Und dort sieht er das Gold im Menschen. Lass uns immer auf das Gold betrachten. Erinnerst du dich, wie Jesus sagte, und zwar als er redete, er sagte, was siehst du den Splitter im Auge deines Bruders? Was meint er mit Splitter? Einen Holzsplitter. Denn im gleichen Atemzug sagt er, weil du ja selber auch einen Balken hast. Und dein Balke im Auge ist größer als der Splitter des Bruders. Was sagt Jesus? Entferne den Balken aus deinem Auge. Entferne die Betrachtungsweise des Splitters in deinen Geschwistern. Entferne die Betrachtungsweise, dass wir das Hölzerne, das Versagen, die Fehler sehen ineinander. Er sagt, entferne den Holz, das Holz, entferne den Splitter, entferne den Balken. Nicht nur im Nächsten, auch in dir selber. Sieh dich als mit Gold überzogen. Sieh dich, wie Gott dich sieht. Denn so wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Halleluja.
So wie er ist, wie Jesus ist, sind auch wir. So wie Gott Jesus sieht, so sieht er uns. Entferne den Splitter aus deinem Auge und siehe, wie Gott uns sieht. Preis dem Herrn. Nun, auf dieser Seite, siehst du, diese Holzbretter hier, die stehen auf Silberfüßen. Und zwar, jedes Holzbrett steht auf zwei Silberfüßen. Silber in der Bibel ist das Metall der Erlösung. Redemption. Das ist, was Silber bedeutet. Gold steht für das Göttliche. Silber steht für Erlösung. Wow. Wir sind dieses Akazienholz, mit Gold überzogen, und unsere Füße berühren nicht mehr diesen Boden, sondern wir stehen auf Silberfüßen. Wir stehen auf dem Boden der Erlösung. Ist das nicht gewaltig? Deswegen sagte Jesus, ihr seid zwar noch in der Welt, aber nicht von dieser Welt. Mit unseren Füßen berühren wir den Boden nicht mehr, sondern das Silber berührt diese Erde. Wo immer wir hingehen, Erlöste kommen. The redeemed one, Halleluja. Die Erlösten schreiten durch. Die Erlösten betreten den Grund. Die Erlösten betreten den Boden. Dieses Silbersockel, auf den stehen die Hölzer, sind sie eingegossen. Und wenn wir jetzt abzählen würden, das brauchen wir jetzt nicht zu tun, sind auf der einen Seite 20 Bretter und auf der anderen Seite ebenfalls 20 Bretter. 20 in der hebräischen Gematria ist eindeutig und klar die Nummer der Erlösung. So, was findet innerhalb dieser Stiftshütte statt? Die Erlösung des Menschen. Und weißt du was? Auf der Flanke, das, was du jetzt nicht siehst, das, was mit Seehundfell dort am Schluss weit überdeckt ist, dort, ja, Seehundfell, ja, ganz genau, wir kommen später noch zu dem, dort siehst du 6 Bretter. Siehst du, im Eingang hast du 5 Säulen, Gottes Gnade, und am hinteren Teil hast du 6 Bretter, 6 in der hebräischen Gematria, ist die Nummer des Menschen. Also die ganze Stiftshütte redet von der Erlösung des Menschen durch Jesus Christus. Halleluja. Und kannst du sehen, dass diese Stiftshütte mit 4 Schichten überdeckt ist? 4 Schichten hat es. Die äußerste, größte Schicht, die findest du im hinteren Teil. Das ist eben Seekuhfell. So ist es exakt ausgedrückt. Seekuhfell. Okay? Seekuhfell. Interessant, ha? Huh? Die zweite Schicht, die rote Schicht, die darunter ist, das ist Widerfell. Und die dritte Schicht, das Weiße, das ist Ziegenhaarfell. Und die letzte, die vierte Schicht, ist Leinen. Wo findet unsere Erlösung statt? Innen drin. Denn dort drin ist die Bundeslade und das Allerheiligste. Dort drin ist unsere Erlösung, hat sie stattgefunden. Und weißt du was? Wir leben nicht außerhalb der Stiftshütte. Was denkst du, wo lebst du als Gläubiger? In der Stiftshütte drin, weil Jesus durch den Vorhang gegangen ist und bis in den letzten Teil eingedrungen ist, dort sein Blut präsentiert hat und dieses Blut ist unsere Erlösung geworden. Wir leben mittendrin in dieser Stiftshütte, nicht außerhalb, sondern mittendrin in der Holy of Holies, im Allerheiligsten. Und weißt du was? Dort, wo wir sind 4-mal bedeckt. Halleluja. Haben wir nicht in den letzten Wochen über Perfect Protection, über Bewahrung und über Schutz gesprochen? Wie Psalm 91 uns sagt, dass wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der ist unter dem Schatten des Allmächtigen. Ist da Schutz und Bewahrung für den Gläubigen, besonders in diesen gefährlichen und aufgewühlten Zeiten wie heute? Definitiv. Und weißt du was? Da ist nicht nur eine Schutzdecke, du bist als Gläubiger in Christus 4-mal beschützt. 4-mal bedeckt, 4-mal bewahrt. Halleluja. 4-mal. Preis dem Herrn. Ist das nicht großartig? 4-mal bedeckt, 4-mal beschützt, 4-mal covered, 4-mal protected. So ist die Stiftshütte
Und das ist eben die Wohnung der Stiftshütte. Rundherum hat es einen Zaun, hat es auch noch natürlich einen Platz. Denn wenn jetzt jemand opfern wollte, ein Israelit opfern wollte, musste er einen bestimmten Weg durchgehen. Und der Priester würde dann ins Heiligtum gehen und einmal, nur einmal im Jahr, würde er dann ins Innerste gehen, wo die Bundeslade ist, weil diese Stiftshütte ist in zwei Abteilungen innen drin unterteilt. Okay? Und wir haben ein Bild, ich glaube, es ist das letzte Bild, Bild 4, wie es innen aussieht. Das Nummer, ganz genau. Kannst du etwas uns das Licht wegnehmen? Das ist das Innerste der Stiftshütte. Okay, vielleicht hinten auch noch, wunderbar. Und vor der Stiftshütte, ganz rechts, siehst du das Waschbecken. Vorher siehst du noch den Brandopferaltar, das Waschbecken. Und dann geht er hinein, der Priester, und dort im hintersten Teil, siehst du das, ganz oben links, im hintersten, das ist die Bundeslade. Und die ist mit einem Vorhang bedeckt. Also ein Vorhang ist vor der Bundeslade. Ein dicker, großer Vorhang. Und das wäre das Innere der Stiftshütte. Du siehst wieder die Silbersockel. 40 sind es insgesamt, weil es ja 20 Bretter sind. Jedes Brett hat zwei Silbersockel. Du siehst die fünf Säulen, wo sie eingehen. Und natürlich, das Dach ist jetzt hier weggenommen. So wie bei Jesus, als sie das Dach abgebaut haben bei seinem Haus und einen Kranken reingelassen haben, ist das Dach jetzt auch weggenommen. Aber nur damit wir Einsicht haben, Einblick haben. Und so sieht es im Innersten aus. Also der innerste Teil ist unterteilt in zwei Räume. Das Heilige, das ist der erste Bereich, wo die Priester arbeiten. Und dann hinter dem Vorhang das Allerheiligste. Und dort durfte niemand rein, außer an Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, einmal im Jahr. Aber wenn jetzt jemand opfern wollte, wenn jetzt jemand ein Brandopfer bringen wollte und die Priester das dann auch weiterzogen, gab es einen bestimmten Weg, wie das Ganze hier angeordnet ist. Du siehst im Inneren, im Vorhof, also im Heiligen, siehst du dort die Menora, der Kronleuchter. Also die Kerzen, siehst du, der Menora-Ständer. Auf der gegenüberliegenden Seite siehst du einen Tisch und es sieht aus wie ein Backofen. Dieser Tisch sind die Schaubrote. Okay? Und diese sind exakt in einer Art und Weise perfekt angelegt, dass wenn jetzt jemand gehen wollte, opfern wollte und der Priester ging dann hinein, und jetzt kannst du uns Bild 2 zeigen, sah das so aus. Unten rot, Brazen Altar, das ist der Brandopferaltar. Dorthin musste man zuerst. Und dann ging es weiter zum Lever, zum Waschbecken. Das war die zweite Station. Dann ging der Priester hinein und links und rechts hatte er die Menora, den Kronleuchter und den Schaubrotetisch. Und dann, bevor er ins Allerheiligste ging, hatte er den goldenen Altar, wo er dem Herrn opferte auch und in den Rauch aufging ließ. Und dann ging er hinein und im Innersten war die Bundeslade. Und was für ein Bild gibt es? Das ist der Weg des Kreuzes. Siehst du? Die Menora ist nicht außerhalb. Die Schaubrote sind nicht irgendwo im linken oberen Ecken, sondern die sind exakt so angelegt, dass es immer der Weg durchs Kreuz ist, ins Allerheiligste. Halleluja. Exakt so war es angelegt. Somit ist es ein Weg durch das Kreuz, ins Allerheiligste hinein. Wow, großartig. Wir sehen also das Kreuz in der Stiftshütte. Nun, das war nicht ausgelegt als Kreuz, also da gab es keine Bahnen oder Pfeile, die dann als Kreuz erschienen, aber die Anordnung der Geräte, wenn man die Linien zieht, bekommt man dieses Kreuz. Also kannst du sehen, wie wunderbar diese Stiftshütte vom Kreuz redet. Geh nochmal zurück zum ersten Bild. Diese vier Fälle, eigentlich sind das Zeltbahnen, okay? Eigentlich sind das Zeltbahnen. So nennt es die Bibel, Zeltbahnen. Und diese Zeltbahnen, die äußerste Schicht, das ist robuste Schicht, Seekuhfell. Robuste Schicht, ganz, ganz robust.
Wenn du dich jetzt fragst, ja, wo finden wir das in der Bibel? Im 2. Mose, im 26. Kapitel. Dort finden wir das. Dort finden wir die Anordnungen und wie genau, wie groß das sie sein wollen. Welche Materialien das sein müssen. Also das ist CQ-Fell. Robust. Und diese vier Bedeckungen, die unser Schutz ja eben auch darstellen, aber auf der anderen Seite das Erlösungswerk am Kreuz präsentieren, haben eine innere Bedeutung für die Erlösung Jesu. Denn zum Beispiel dieses Seekufell, das ist die äußerste Schicht. Jesus ist von den Seinen nicht angenommen worden. Er ist von den Seinen nicht akzeptiert worden. Die Welt sieht nicht die Herrlichkeit Jesu. Die Welt realisiert nicht die Kostbarkeit von Jesus. Die Bibel sagt uns auch, er war so verachtet, zerschlagen, verachtet. Man hat keine Person erkannt in ihm. Man hat ihn nicht erkannt als Sohn Gottes. Die Welt erkennt Jesus nicht. Das ist die äußerste Schicht. Und für uns ist es ein Bild, dass Gott uns als äußerste Schicht, Seekuhfell, einen robusten Körper gegeben hat. Gott hat dir gesunden Körper gegeben, einen gesunden Körper, einen robusten Körper. Weil dieses Seekuhfell auf das trifft Regen, Wind, Kälte, Hitze. Das ist ein robustes Fell. Und es braucht dieses Fell, um die anderen vier Felle eben zu bewahren. Preis dem Herrn. Dann das zweite Fell, das rote, ist ein Widderfell. Was für eine Farbe hat es? Rot. Rotes Widderfell. Das ist ein Bild von Jesu Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Rotes Widderfell. Das Blut Jesu. Halleluja. Und zwar, er als Opfer, als Abraham und Isaac auf dem Berg waren und der Test war, Isaac zu opfern, verfing sich ein Widder im Gestrüpp und Abraham konnte opfern, diesen Widder, weil er brachte ja seinen Sohn, Isaac, und Isaac ist ein Bild von Jesus. Und er fand diesen Widder und er opferte ihn dann, ein Bild von Jesu Opfer, dieser Widder. Deswegen ein Widderfell, eine Widderzeltbahn. Dann das weiße Ziegenhaar. 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 Auch Ziegenhaar steht für unsere Erlösung. Denn am großen Versöhnungstag wurden zwei Ziegenböcke geopfert. Zwei Ziegenböcke. Und Ziegenhaar steht für alle unsere Sünden sind vergeben. Weil diese zwei Ziegenböcke nahmen die ganze Sünde vom Volk Israel auf sich. Der eine wurde geschlachtet, der andere wurde in die Wüste geschickt. All das sehen wir am großen Versöhnungstag. Und dann die letzte Decke, die schönste Decke. Diese Decke ist aus Leinen und beinhaltet vier Farben. Aus Leinen und hat vier Farben. Weiß, weiße Leine, roter Purpur, blauer Purpur und Scharlachrot. Und jede Farbe hat seine Bedeutung. Weiß, für was steht Weiß? Ihr wisst es. Für Gerechtigkeit. Für das steht das Weiße. Weiße Leinen steht immer für die Gerechtigkeit in Christus. Kannst du uns wieder etwas mehr Licht geben? Steht immer für Gerechtigkeit, Righteousness. Weil Leinen ist der Stoff als Bild für unsere Gerechtigkeit. Blau steht für was? Grace, Gottes Gnade, purpurblau. Purpurrot steht für Majestät. Und Scharlachrot für Vergebung der Sünden. Weil es ein Bild ist vom Blut. Halleluja. Und so war der schönste innere Teil war gesponnen aus Leinen. Und weißt du, was darauf gestickt war? So wie auch im inneren Teil. Da kannst du uns das dritte Bild kannst du uns zeigen. Das ist die ganze Decke aus Leinen. Und weißt du, was darauf gestickt sein musste? Engel. Cherubim, Engel,
mussten darauf gesteckt sein. Und das war die unterste Decke. Das ist die Kostbarkeit. Das ist die Sündlosigkeit Jesu. Das ist die Göttlichkeit Jesu. Das ist der Cherubim-Engel. Das ist, siehst du, die Stiftshütte. Eine Bewahrung, ein Schutzdach, eine Schutzdecke. Und heißt es nicht im Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen, das ist unser Ort, das ist unser Platz. Und wir haben letztes Mal haben wir doch gesagt, dass der Schirm, diese Bedachung, dieser Schatten, das sind die Flügel der Cherubim. Das sind die, siehst du, Psalm 91 ist ein realer Ort. Denn Psalm 91 ist der Ort der Bundeslade. Die Bundeslade wird bedeckt von einer und der anderen Seite von zwei Cherubimengeln und ihre Flügel überdecken den Gnadenstuhl, den Sühneplatz. Denn in der Bundeslade, dort sind die 10 Gebote, der Mannakrug und der Stock Aarons. Und darüber, über dem Deckel, das ist der Schatten des Allmächtigen. Das ist der Schutz der Cherubime. Und was ist im Allerinnersten dieses Zeltes? Diese Bundeslade. Was ist die innerste Bedachung? Was ist das innerste Zeltdach? Aus Leinen gesponnenes, vierfarbiges Bild von Cherubimen, Engel, die mit ihren Flügeln bedachen, die mit ihren Flügeln beschützen. Halleluja. Ist es nicht gewaltig, dass unser Schutz ist hier drin? Unser Schutz, unser Psalm 91, ist ein realer Ort. Ist nicht ein fiktiver Ort. Es ist ein realer Ort, ein Ort, wo wir sind. Preis dem Herrn. Ein Ort, wo wir, du siehst es im Psalm 91, Vers 1, ein Ort, wo wir bleiben, wo wir nicht herausfallen können. Preis dem Herrn. Gib uns kurz 2. Mose 26, Vers 1. Und hier siehst du, und die Wohnung sollst du aus 10 Zeltbahnen machen, aus gezwirnten Leinen und Garnen von blauen, roten Purpur, Karmesin ist Scharlachrot, Cherubim sollst du in kunstvoller Arbeit hineinwirken. Deswegen sagte ich, das ganze 26. Kapitel redet von, wie die Stiftshütte aussieht, die Bedachung der Stiftshütte, die Bretter der Stiftshütte. Und das ist die unterste Zeltbahn, das Kostbarste, das noch mit 3 Zeltbahnen nochmals überdeckt ist und beschützt ist. Jesus im Innersten war völlig rein. Jesus im Innersten war völlig sündlos. Aber äußerlich haben sie ihn nicht angenommen. Sie haben das Innerste nicht gesehen. Das Kostbarste, das Innerste, das, was kostbar ist, ist von außen nicht sichtbar. Das, was so kostbar ist in dir, das ist von außen nicht sichtbar. Deswegen können wir es nur mit der Brille des Goldes in uns sehen. Mit der Brille des Kreuzes. Mit der Brille des Herrn. Und dann im Vers 7, 2. Mose 26, Vers 7, sagt er, dass man diese andere, zweite Zeltbahn aus Ziegenhaar machen soll. Als Zeltdach über die Wohnung. Also hier siehst du das Ziegenhaar im Vers 7. Und dann im Vers 14 siehst du das Widderfell und die Seekuhfelle. Okay, also es ist keine Zeichnung von mir, keine Erfindung von mir. All das finden wir im 26. Kapitel in der Schrift. 26. Kapitel redet von dem. Preis dem Herrn. Also wenn wir jetzt dieses Tabernakel, diese Stiftshütte betrachten, dann sehen wir Bewahrung. Wir sind 4-mal bedeckt und bewahrt. Die äußerste Schicht ist Bewahrung vor weltlicher Verschmutzung. Das ist die äußerste Schicht. Denn das Seekuhfell, das ist resistent gegen Wind, Wetter, Schmutz. Es deckt alle anderen Teppiche ab. Und das ist unsere Bewahrung von weltlicher Verschmutzung. Auch wenn das Äußere ab und zu dreckig wird, das Innere bleibt sauber.
Kannst du das sehen? Auch wenn die äußerste Schicht mit Schmutz, Regen, Kälte, Hitze ein wenig in Mitleidenschaft gezogen wird, es kommt nie in die innerste Schicht hinein. Weil die äußerste hält es ab. Es ist Bewahrung von Verschmutzung. Wir können innerlich nicht verunreinigt werden. Die zweite Decke ist die Kraft des Blutes Jesu. Das Widerfell, das rote Widerfell. Schutz durch Jesu Blut. Ist das Blut Jesu ein schützendes Blut? Absolut, absolut. Sein Blut ist schützendes Blut. Die dritte Decke, Ziegenhaar, Schutz vor Sünde, Bewahrung vor Sünde. Hast du gewusst, dass wenn du selbst das Ziel verfehlst, heißt es in der Bibel, dass er für dich eintritt. Und er tritt für dich ein, weil du das Ziel verfehlt hast. Das ist Hebräer 7, Vers 25. Er kann uns bis zum Äußersten retten. Schau dir das an. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Um für sie einzutreten. Dieses Wort einzutreten ist das Gegenteil von Zielverfehlung. Denn siehst du, wenn wir definieren, was bedeutet Sünde, was ist Sünde, dann ist es das griechische Wort hamartia und es bedeutet Zielverfehlung. Das ist, was es bedeutet. Wenn wir denken, wir müssten Sünde definieren, dann denken wir sofort an die ganz, ganz schlimmen Sachen. Aber wir müssen es definieren gleich als sexuelle Sünden, wir müssen es definieren als Betrug, als Raub, als Mord. Wir denken sofort an die Taten. Aber Sünde im Griechischen ist Zielverfehlung. Hamartia. Und das Gegenteil von Hamartia, von Zielverfehlung, ist Entincheno. Und das ist dieses Wort. Dieses Wort. Eintreten ist das Gegenteil von Hamartia. Das heißt, Jesus tritt für dich ein, wenn du dein Ziel verfehlst. Jesus tritt immer für uns ein, wann immer wir das Ziel verfehlen, weil er immer dafür lebt, je oft du das Ziel verfehlst, ist er da, tritt für dich ein, betet und schaut, dass das Ziel trotzdem durch ihn getroffen wird. Das ist, was er tut. Denn wenn er das nicht tun würde, dann wären wir einmal gerettet und dann wären wir nicht mehr gerettet, dann wären wir einmal erlöst und dann wieder nicht erlöst. Nein, er tritt für uns immer ein, weil er uns vollkommen erretten kann. Und das ist dieses wunderbare Wort, Entincheno, genau exakt das Gegenteil von Zielverfehlung. Ist das nicht gewaltig? Schutz vor Sünde, Schutz und Bewahrung, dass auch wenn Sünde in unserem Leben ist, dass wir trotzdem das Ziel erreichen. Weil der Mensch ist nicht vollkommen. Und wenn wir glauben, dass wir warten müssten, bis keine Sünde mehr da ist, würde es niemand von uns schaffen. Das ist einfach knallharter Fakt, knallharte Realität. Verstehst du? Ohne zu propagieren einen sündhaften Lebensstil. Im Gegenteil. Aber alle von uns haben noch Fehler. Und Jesus tritt für diese Fehler ein und er erreicht das Ziel. Halleluja. Wenn du es verfehlst, ist er in Hebräer 7, Vers 25 da. Für dich. Er kann uns bis zum Äußersten retten. Preis dem Herrn. Dieses Ziegenhaarfell ist Schutz und Bewahrung vor Sünde. Und dieses Innerste, dieses leinene Fell. Wow. Dieses leinene Fell. Diese leinene Zeltbahn.
unser Schutz und unsere Bewahrung, die nochmals ein Stück weitergeht unter dem Flügel des Cherubim, unter dem Schatten des Allmächtigen. Weil auf diese innerste Zeltbahn sind die Engel gesteckt. Unter dem Schatten des Allmächtigen. Preis dem Herrn. Siehst du, in der Stiftshütte finden wir unsere komplette Bewahrung. In auch Zeiten wie diesen. In Zeiten wie diesen. Denn die Bundeslade ist da mittendrin, mit den Cherubimengeln. Das Brandopfer wird im Norden geschlachtet. Das Böse kam für Israel immer vom Norden. Das ist innerhalb der Stiftshütte und auch seines Zaunes. Plus die Bedachungen. Kompletter Schutz. Four times. Viermal kompletter Schutz. Und jetzt sagt uns Johannes, eins, das Wort tabernakelte unter uns. Kannst du uns nochmals das Bild zeigen? Siehst du, das Wort tabernakelte wohnte unter uns. Das ist hier, mitten unter uns durch die Person Jesu. Und jedes dieser Bilder offenbart uns, wie sehr er uns liebt. Wie sehr er uns behütet, wie sehr er uns beschützt, wie sehr er für uns eintritt, wie er uns sieht und wie er uns betrachtet. Mitten unter uns. Halleluja. Mitten unter uns. Und siehst du, das ist die erste Voraussagung von seiner Geburt. Denn es dauerte 9 Monate, bis die Stiftshütte errichtet war. 9 Monate. Klingelt's? Wenn es bei dir nicht klingelt als Mann, frag mal deine Frau, wie das so ist. Neun Monate dauert es, dass ein Kind heranwächst im Mutterleib. 9 Monate hat es gedauert, als Jesus heranwuchs im Mutterleib der Maria. 9 Monate hat es gedauert, bis Jesu Geburt stattgefunden hat. 9 Monate hat es gedauert, bis diese Stiftshütte errichtet war. Und weißt du, wer verantwortlich war für das Gewobene, das Gesponnene, für diese Zeltbahnen? Weißt du, wer verantwortlich war? Diese Stickereien, das zu weben, ineinander zu weben, das Ziegenfellhaar, die leinene Zeltdecke, die Frauen der Israeliten. Das haben nicht die Männer gemacht. Das haben die Frauen gemacht. Die Frauen machten es. Die Frauen arbeiteten daran. Das ist ein Bild von Maria, die 9 Monate Jesus trug. Schau dir das an 2. Mose. Was ist es? 35? Und was ist es? Vers 25? Ganz genau. 2. Mose 35, 25. Und alle Frauen, die ein weises Herz hatten, spannen mit ihren Händen und brachten das Gesponnene von blauem, von rotem Purpur und Karmesin und von feinem Leinen. Die Frauen waren es, die es zusammenspornen. Jesus wurde im Mutterleib der Maria zusammengewoben. Halleluja. Durch den Samen des Heiligen Geistes.
Weißt du, das ist interessant. Ganz am Anfang im ersten Buch Mose, dort wo, wo Gott zur Schlange spricht, nachdem der Sündenfall passiert ist, wo er zur Schlange redet, dass der Same der Frau wird dir den Kopf zertreten und du wirst in seine Ferse stechen. Ich meine, das ist ein Ausdruck, den es einmal gibt. Der Same der Frau, weil Frauen haben keine Samen. Verstehst du? Der Same kommt immer von einem Mann. The seed. Und die Bibel sagt, der Same der Frau. Wir wissen, dass Josef ist nicht der leibliche Vater von Jesus. Der Same kam durch das Göttliche, durch die Zeugung des Heiligen Geistes. Der Same kam nicht durch den Mann. Und so wird es ein einziges Mal in der Geschichte der Menschheit ein Same der Frau, dass es nie mehr so geben wird. Einmal. Der Ausdruck ist schon, klingt schon komisch für euch Frauen. Same der Frau. Come on, normal ist es des Mannes. Aber da Josef nicht dabei war bei der Zeugung, ist es Gottes Same und das wird der Same der Frau. Und das ist die übernatürliche Geburt von Jesus. Die übernatürliche Geburt. Denn der Nachweis dieser DNA des Blutes liegt im Samen des Mannes. Und dieser göttliche Same übertrug Sündlosigkeit in die Person Jesu hinein. Und das ermöglichte es, dass Jesus innerlich komplett sündlos war. Komplett. Der Same eines Mannes würde das nicht zustande bringen, aber der göttliche Same würde es bringen. Und so sehen wir, dass die Frauen arbeiteten daran. Im Mutterleib der Frau arbeitet es 9 Monate lang. Wird zusammen gewoben, gesponnen und es wächst und es wächst. Und Jesus, Halleluja, so wie die Stiftshütte, nach 9 Monaten geboren. Nach 9 Monaten vollendet. Halleluja. Preis dem Herrn. Also sie arbeiten daran. Und was für ein großes Bild. Auf die Mutter von Jesus hin. Die ganze Stiftshütte ist ein großes Bild. Das erste Bild überhaupt von seiner Geburt. Von seiner Geburt. Und du und ich sind mittendrin. Denn das Wort wohnte unter uns. Das Wort wurde Fleisch. Diese Person ist hier. Halleluja. He is here. Mitten unter uns ist die Wohnung Gottes. Und das ist an was wir gedenken und erinnern. Dass die Wohnung Gottes kam zum Menschen. Siehst du, wir Es ist nicht nur ein herziges Babylein in der Krippe, sondern Gottes Wohnung kam zu den Menschen. Gott wollte mit den Menschen zusammen sein, so nahe als möglich. Und er schickte seinen Sohn. Jesus ging mitten ins Allerheiligste. Und dort sind wir jetzt. Er ging für uns, nach Hebräer 6, Vers 19 und 20, er ging für uns, ging er dort mitten hinein. Diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang. Und das ist das Allerheiligste. Wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der Hohepriester in Ewigkeit geworden ist, nach der Weise Melchisedeks. Jesus ging dorthin, ins Allerheiligste. Du und ich leben nicht außerhalb, sondern innerhalb, unter dem Schatten des Höchsten. Halleluja. Ist es nicht gewaltig, wie uns die Schrift aufzeigt? Auf der einen Seite hier jetzt, wir feiern diese Geburt Jesu. Und auf der anderen Seite
wie wir darin unseren Schutz und unsere Protection sehen können. So klar zeigt er uns diesen Schutz auf. So klar. Weißt du, was Petrus noch sagt? Petrus sagt im 2. Petrus 1, Vers 13 bis Vers 14, nennt er unseren Leib Zelt. Ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, er redet also von seinem Körper, so wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Petrus nennt hier sein Leben auf Erden Zelt. Und das ist, was das Tabernakel ja ist. Die Stiftshütte ist ein Zelt. Und wenn es heißt, das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Und wir wissen, Jesus sagte, ich werde zu euch kommen und Wohnung in euch nehmen. Ich und der Vater nehmen Wohnung in euch. Das ist in unserem Zelt. Hat er Wohnung genommen. Wir sind in ihm und er in uns. Sein Zelt ist in uns und wir sind in seinem Zelt. Und das ist nicht die Macht erwacht, Star Wars 537. Sein Zelt in unserem Zelt und wir sind in seinem Zelt. Vielleicht in einer brenzligen Situation kommt dir vielleicht nur noch das Wort Zelt in den Sinn. In einer brenzligen Situation, wo du Schutz, Behütung und Bewahrung brauchst. Weißt du was? Das kann reichen. Das kann reichen. Und denken, hey, oh Herr, eine ganz brenzlige, heikle Situation, das kann unterwegs sein, im Auto, im Flugzeug, wo auch immer. Denke an sein Zelt. Herr, jetzt ist Zeit, den Schirm aufzuspannen. Aber wenn es ein Fallschirm ist, Gott, ich nehme ihn. Wenn es ein Fallschirm ist im Flugzeug, ich nehme ihn. Zelt, boom. Und der Herr kann dich beschützen. Unser aller Schutz läuft in unserem Bewusstsein ab. Weißt du, wo die Angst sich abspielt? In deinem Kopf. Angst spielt sich in deinem Kopf ab. Okay, mach mal einen ganz einfachen Test. Ganz praktisch für heute Abend. Denn heute Abend hat es sicher irgendwie so ab 20 Uhr, 20.30 Uhr, hat es dicker Nebel. Und du gehst dann auf einen Spaziergang in den Wald. Ja, suchst den Samichlaus, genau. Aber jetzt, oder warst du schon in einer Situation und es kam Nebel auf, die Dunkelheit brach ein und du wusstest, ich habe noch eine halbe Stunde und du bist mitten im Wald oder mitten auf einem großen Acker und der Nebel zieht auf vom Moor. Und es riecht in der Luft. So entsteht Hollywood. Und der Moor steigt mehr und mehr. Und du läufst. Und Gedanken kommen dir in den Sinn, dass hoffentlich gibt es hier keinen Werwolf. Oder irgendein Loch Ness. Aber wir alle hatten schon Situationen,
wo wir uns nicht sehr wohl fühlten. Und meistens hat es mit Dunkelheit zu tun. Oder Kinder, die Angst haben vor der Dunkelheit. Deswegen wollen sie einen Spalt offen haben in der Türe, damit das Licht reinscheint. Das ist so die Kraft des Lichts. Okay? Die Kraft des Lichts. Und das ist eine wunderbare Methode, wie wir auch sie lehren können. Siehst du, das ist Gott, Kraft des Lichts. Und wann immer es dunkel ist, wenn wir nur einen Spalt auftun, dein Zimmer ist gerade erhellt. Aber dieses Gefühl beschleicht dich. Dieses unangenehme, ängstliche, vielleicht die einen sogar panische Gefühl. Und das hat mit Dunkelheit zu tun, es hat mit Nacht zu tun. Und dann ist Angst da. In irgendeiner Form, in irgendeiner Art oder Weise. Ist Furcht da. Ist Unwohlsein da. Denn wenn die Sonne scheinen würde und es wäre blauer Himmel um 25 Grad, hast du es nicht. Okay? Siehst du die Kräfte zwischen Licht und Dunkelheit, die auch in dieser Welt spürbar sind? Die sind da. Das ist Realität. Denn wenn es 25 Grad ist und Sonnenschein, no problem. Kein Problem. Im Gegenteil, voll gut drauf, weil du genug Vitamin D getankt hast. Bist nicht müde, bist nicht lau, bist happy. Deine Augen haben das Vitamin aufgenommen durch das Sonnenlicht. Bist cool drauf. Aber immer in der Dunkelheit. Menschen leiden unter Depressionen oftmals, wenn es zu lange dunkel ist. Und dann beschleicht einem dieses Gefühl. Und jetzt ist diese Angst da. Weißt du was? Angst ist etwas Mentales. Völlig Mentales. Angst ist, lass es mich so sagen, Angst ist mental real. Okay? Mental ist Angst real. Und jetzt stell dir vor, und deswegen sagte ich, du kannst heute Abend wahrscheinlich diesen Test machen. Du kannst einen Spaziergang machen im Wald und du kannst deine Gedanken im Gespräch auf Gott ausrichten. Du kannst beten, kannst in neuen Zungen beten, kannst mit ihm reden. In dem Moment, wo du abgelenkt wirst von der Angst, weicht die Angst. In dem Moment, wo du abgelenkt bist von der Angst, wenn du in deinem Kopf dich mit etwas anderem befasst, zum Beispiel mit Gott zu reden, wenn es dunkel wird und du weißt, oh, es wird kritisch, beginne mit Gott zu reden. Beginne dich voll und ganz in deinen Gedanken auf ihn auszurichten. Führ ein Gespräch mit ihm. Konzentriere dich auf ihn. Die Angst wird weichen. Die Angst wird weichen. Und das kannst du so einfach austesten in einem Waldspaziergang, an einem Abend. So einfach auszutesten. Und das ist ganz, ganz etwas Kraftvolles. Wenn wir wissen, wie wir die Angst in unserem Leben besiegen können, ist das etwas Machtvolles und Kraftvolles. Weswegen fliegen Leute nicht mehr? Weswegen benutzen sie die U-Bahn nicht mehr oder den Zug? Angst. Und das ist unser Problem, siehst du? Angst ist etwas Mentales, etwas Geistliches. Und wenn wir uns auf den richtigen Geist ausrichten, weicht der falsche Geist. Und es ist so cool, in der Nacht im Wald einen Spaziergang und du hast das Tabernakel mit dir. Du hast das Zelt mit dir. Gott wandelt, geht mit dir, Schritt für Schritt, Seite an Seite. Du, ich sag's dir, da kann es noch so knacken in den Büschen. Es war höchstens eine Ameise. Und kein wilder Tiger. Aber so kraftvoll, wie wir diese Angst überwinden können. Ich meine,
Wie schaffen es Leute, die umgebracht werden, wegen ihres Glaubens, zu sterben, entführt werden und dann ermordet werden? Wie schaffen das Leute? Wie schafften das Leute früher, als sie für ihren Glauben starben, als sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden? Wie schaffen das Menschen? Wie schaffen das Menschen? In diesen Momenten muss eine Offenbarung und eine Manifestation Gottes da sein, bei so vielen Menschen, dass sie in dem Moment den Tod nicht einmal spüren, sondern dass sie so sehr in der Gegenwart Gottes sind, das ist ein Übergang für sie. Äußerlich scheint es unmenschlich, bestialisch, aber für diese Menschen in diesen Situationen, da passieren auch Dinge in unserem Gehirn. Also ich habe auch schon mal gefragt, wie schaffen das Menschen in solchen Extremsituationen? Und sie scheinen völlig ruhig zu sein. Da gibt es Bilder von Pastoren, die erhängt wurden wegen ihres Glaubens, die da standen mit einem großen Smile. Keine Furcht lesbar in ihren Augen, keine Furcht lesbar in ihrem Gesicht. Nicht vorhanden. Aber sie sehen schon vorher den Erlöser. Sie sind voll und ganz auf den Erlöser konzentriert. Schutz und Bewahrung ist viel auch in unserem Kopf. Hat viel damit zu tun, dass es in uns drin ist. Und das Wort wurde Fleisch. Halleluja. Das Wort wurde Fleisch. Und das ist das Wunder von Weihnachten. Der Mensch Jesus kam auf diese Erde, um dir die Angst zu nehmen von dieser Erde. Denn Jesus sagte, in dieser Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und hör mir gut zu. Er hat sie nicht für sich selbst überwunden. Er brauchte das nicht für sich zu tun, sondern er hat sie für uns überwunden. In der Welt ist die Furcht da, aber er hat sie überwunden. Halleluja. Sei mutig, sei kühn, auch für das neue Jahr, was kommen wird. Habe keine Angst. Habe keine Angst, auch Dinge zu tun. Geschäftsleute, die neue Geschäfte eröffnen, die neue Geschäftsfelder eröffnen. Sei kühn, sei mutig. Wenn du das Go hast, wenn du den Drang dazu hast, wenn du das Leading, die Führung dazu hast, let's do it. Let's do it. Auch für uns als Gemeinde, einen Schritt weiter zu gehen, etwas Neues zu tun, etwas Neues zu starten. Let's do it. Und nicht Angst zu haben, das und das und das und das und das könnte nicht reichen oder das und das und das wird zu knapp. Let's do it. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Lass uns zusammen aufstehen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr für diesen heutigen Morgen. Danke, Herr, dass du unser Tabernakel bist. Du bist unser Zelt. Du bist unsere Stiftshütte. Und Halleluja, Herr, wir sind immer im Innersten dieser Stiftshütte. Wir sind im Allerheiligsten unter dem Schatten des Allmächtigen. Halleluja. Auf dem Gnadenthron Jesus sind wir. Haben wir uns mit Jesus zu Rechten des Vaters hingesetzt. Danke, Herr, dass du uns behütest, bewahrst und beschützt, wo immer wir auch hingehen. Und ich bete jetzt schon für ein Jahr 2016, für jeden hier drin, dass er neue Schritte wagt, dass er etwas Neues angeht und dass dieses Jahr ein Jahr wird voller Gunst. Halleluja. Ein Jahr voller Gunst, voller Segen. Und wir danken dir, Herr, dass du unsere Körper gesund und stark machst. Und wir sprechen gerade jetzt Heilung in jeden Körper hinein, der gerade jetzt ein Problem hat. Be healed in Jesus' name. Dass diese Sache, die noch nicht funktioniert, jetzt heil ist in Jesu Namen. Wir sprechen gerade jetzt auch zu chronischen Dingen. In Jesu Namen weiche, jegliches chronisches Gebrechen muss weichen, in Jesu Namen gerade jetzt.
Halleluja. Vater, wir bitten dich, dass du Wunder tust und Wunder wirkst in diversen Körpern heute. Wunder, die oftmals gar nicht gesehen werden, aber wir einfach wissen und später merken und erfahren, dass noch Vitalität, Spannkraft, Gesundheit da ist. Halleluja. Robustheit und Energie. Danke, Vater, dass du gerade jetzt Dinge verhinderst im Leben von Menschen. Halleluja. Danke, Vater, dass du diese Gefäßverengung gerade jetzt verhinderst in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater, in Jesu Namen, dass du diesen Burnout gerade jetzt in Jesu Namen wegnimmst und verhinderst, dass sich die Lage jetzt entspannt in Jesu Namen. Vater, ich danke dir, dass dieser Herzinfarkt nicht eintreten wird im nächsten Jahr, in Jesus' Name. Thank you, Jesus. It will not happen. Amen. Thank you, Jesus. Halleluja. Danke, danke, danke. Der Herr tabernakelt mitten unter uns. Und das Tabernakel, hey, wenn der Herr da ist, dann ist auch die Wunder da, Amen. Dann ist die Inspiration da, dann sind die Worte da, dann ist die Kraft da. Und in dem Moment, wo du es spürst, wo du es hast, sprich es aus. Denn das Wunder ist in deinem Munde. Speak it out. Gott sprach und es wurde. Amen. Uns ist ein Kind geboren. Amen. 9 Monate und die Stiftshütte ist die erste Voraussagung.